Willkommen zu Pokémon Trading Card Game Online. Wir werden direkt die nächste Runde starten. Auch wieder mit der Stahlsonnen-Deck. Hat letztes Mal ziemlich gut funktioniert. Nein, ich möchte nicht anfangen. Attacken des deiner Stahl-Pokémon fügen dem aktiven Pokémon deines Gegners Team Schadenspunkte mehr zu. Okay. Eine Karte. Ich glaube, ohne werde ich jetzt spielen, dann kann ich schneller Karten ziehen. Auch wenn ich dadurch riskiere, wahrscheinlich stärkstes Pokémon nicht spielen zu können. Eine Tauschkarte, eine Heilkarte. Ah, fertig. So. Ah, okay, ich muss die. Weil ich ja das den. Ich den Patch runtergeladen habe, sondern das Spiel komplett neu, muss ich wahrscheinlich die ganzen Kartentricks mal komplett runterladen. Dieses Psychodeck ist, was ich mich erinnern kann, ziemlich stark. Selbst den Schadenspunkte zu. Ich würde ihn trotzdem mal hinlegen. Stich aus. Dann wird die Innerkarte gespielt. Und durch die Zahn dazu hat es auch gereicht. Ja, wieder Schwalben. So schwach. Wenn es einfach aus der 12 Pokémon auf deiner Bank hast, fügt dieser Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu. Hat der aber gleich.
Energie geben. Warte, den werde ich auch direkt spielen. Das heißt, er bleibt weiterhin bei 10 Schadenspunkten. Das ist gut. So. Er kriegt auf jeden Fall. Militant wird jetzt. Was macht die Rettungstreppe? Wähle eins aus. Nimm ein Pokémon aus deinem Ablagestapel. Mische drei Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Okay. Basisenergie hat. Und an Energiekarten scheitert es jetzt einmal nicht. Zweimal Stahl, das ist gut, dass ich gerade eine Stahlkraft gezogen habe. Damit der Gegner klappt. Wir klicken gleich weiter.
Mal schauen, ob er mich noch mal traumatisiert. Nein. Die drei Karten, das werde ich natürlich machen. Weitere Energiekarten, Energiekarten, ja. Wirf zum Explosivkopf den Deck nach einem Entwicklungs-Pokémon. Boah, das möchte ich machen. Karte noch mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt Tordos. Wirf eine Münze auf den Hinterkopf während des nächsten Zuges deines Gegners alle Effekte von Attacken, einschließlich Schaden, die diesem Pokémon zugefügt werden. Wenn dieses Pokémon während deines letzten Zuges Abilität eingesetzt hat, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Und macht dann 120 Schaden. Das sind 40 Schaden. Und dann überhaupt nötig. Mache 5 gegnerische Pokémon mit deinem Wasser-Pokémon Kampf und frei. Aber ich spiele kein Wasser-Deck. Was gibt es denn dieses Mal als Belohnung? Vulkanen. Dieses Pokémon kann während deines nächsten Zuges nicht angreifen, wenn es Vulkanen einsetzt. Wasserfeuer-Pokémon. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.